Ихавен хойте безух. Николай, вахин гейзду. Хазду хойте них фрай? Дох, ихабе фрай, абе ихабе этвас им институт сутун. Зай загут, ком ницер шпет на хаузе. Ихавен хойте безух. Он веркомт, ди Петровс, виклих, зин зи виде ин Берлин, зи вонен jetzt ständig in Berlin. Ангел Павел арбатит ин einen Werk, ist инженер. Он за эту фрау арбатит зи нох? Найн, зи арбатит nicht mehr. Зи бекомт ренте, он дох хат зи viel zu tun. Sie führt den Haushalt. Du Onkel Pavel und Tante Anna sind jetzt Großeltern. Was du denn sagst? Und wenn haben Sie einen Enkel oder eine Enkelin? Einen Enkel. Und das Baby ist so süß und komisch. Es ist schon 3 Monate alt. Besonders gern hat es der Großvater. Er sorgt so zärtlich. Zärtlich für das Kind. Kommt Sonja auch? Ich erwarte sie auch. Sie ist wieder ganz gesund. Leider kommt sie ohne ihren Mann. Er ist auf den Straße in Düsseldorf. Arbeite ihr Mann noch immer an Institut für Fremdsprachen? Nein. Schon lange nicht mehr. Er arbeitet jetzt am Institut für Geschichte. Ich sehe ihn dort sehr oft. Und das, was arbeitet er dort? Als Übersetzer. Nun, und wie findest du seine Übersetzungen? Ich finde sie ausgezeichnet. Er ist sehr begabt. Besonders gut übersetzt er es aus dem Deutschen ins Russische. Wann erwartest du die Gäste? Gegen 7 Uhr. Nun, an dieser Zeit bin ich bestimmt zu Hause.